Hallo ihr Lieben, heute habe ich Schokocroissants für euch. Ihr kennt die bestimmt. Die nennt sich aber irgendwie auch Schokobrötchen. Ich weiß nicht warum. Naja, wie auch immer ist der Teig auch selbst gemacht. Das ist ein selbstgemachter Blätterteig, aber kein klassischer Blätterteig. Eine vereinfachte Version. Es geht los mit den Zutaten und der Zubereitung. Das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Für den Croissant-Teig brauchen wir Mehl. Hier habe ich lauwarme Milch. Wir brauchen lauwarmes Wasser. Achtet dabei unbedingt darauf, dass alles wirklich nur lauwarm ist und nicht heiß oder zu warm. Ansonsten macht ihr euch die Hefe kaputt und euer Teig geht dann nicht auf. Aber kalt sollte es dann auch nicht sein, ansonsten aktiviert sich die Hefe nur ganz, ganz langsam. Wir brauchen etwas Trockenhefe. Hier habe ich Zucker. Ihr könnt auch ein bisschen mehr hineingeben als unten angegeben. Dann brauchen wir geschmacksneutrales Öl und ein Eiweiß. Erst einmal kommen jetzt lauwarme Milch, lauwarmes Wasser, Zucker und die Hefe in eine Rührschüssel, werden gerade so kurz vermengt und dann 5 bis 10 Minuten stehen gelassen, bis die Hefe anfängt leicht zu schäumen. Jetzt kommen Öl und Eiklar hinein und werden ebenfalls kurz eingerührt. Warum auch immer sieht man nicht, dass ich das Eiklar hineingegeben habe, also es kommt jetzt dann direkt mit dazu. Weiter geht es mit dem Mehl. Da gebt ihr bitte nicht alles auf einmal rein, das kann ja immer variieren. Also hebt euch erstmal so 100 Gramm oder so auf. Guckt, wie die Konsistenz ist. Bei mir sieht man jetzt direkt, dass es noch zu flüssig ist. Also immer nach und nach schrittweise Mehl hinzugeben. Und wenn ihr merkt, okay, der Teig kommt so langsam zusammen, dann macht ihr entweder per Hand weiter oder mit einer Küchenmaschine. Da schaut ihr mal. Mit der Küchenmaschine müsst ihr ungefähr 5 Minuten lang kneten und per Hand so, ich würde mal sagen, 7-8 Minuten. Je länger ihr knetet, desto unklebriger, geiles Wort, wird der Teig. Also wenn ihr aber zwischendurch merkt, oh, der ist immer noch viel zu klebrig, dann immer wieder ein kleines Stück Mehl hineingeben. Also diese Konsistenz solltet ihr dann erreichen. An den Händen sollte er nicht kleben, aber er sollte trotzdem schön fest sein. Ihr formt den Teig dann zu einer Art Kugel, deckt die Schüssel ab und lasst den Teig für ca. 30 bis 60 Minuten stehen, bis er richtig schön aufgeht. Der Teig kommt dann auf eine bemehlte Arbeitsfläche und wird dann mit den Händen schon mal so ein bisschen zu einem Rechteck geformt. Der Teig wird dann auf der Oberfläche leicht eingemehlt und mit Hilfe eines Nudelteigs zu einem Rechteck ausgerollt. Ich kann euch da keine genauen Maße nennen, schaut einfach nur, dass der Teig etwa 3 mm dick ist. Die Form bekommt ihr mit Sicherheit etwas besser hin als ich. Ja, naja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt Butter. Die ist gefroren, also ihr müsst die im gefrorenen Zustand reiben. Und wir brauchen Mehl. Beide Zutaten werden jetzt zusammengemischt. Die Butter wird dann auf die eine Hälfte des Teigs verteilt, so gleichmäßig wie möglich.
Die Ränder allerdings spart ihr aus, da lasst ihr ungefähr schätzungsweise mal so 3 cm Rand, denn die andere Hälfte wird jetzt drüber geklappt und der Teig muss dann schön an den Rändern zusammengeklebt werden. Der Teig wird dann wieder zu einem Rechteck ausgerollt. Ich habe ihn mir jetzt gewendet. Es war ein bisschen einfacher für mich, ihn vor der Kamera auszurollen. Ja, auf jeden Fall wieder auf eine Höhe von ungefähr 3 mm ausrollen. Jetzt wird der Teig schön eingeklappt. Ich würde mal sagen ungefähr handbreit. Immer wieder übereinander und den Rand dann zum Schluss gut andrücken. Mit den Händen wird, ich sag mal Rolle, was kann man da dazu sagen? Ihr wisst, was ich meine. Also das Ganze wird dann einfach mit den Händen schon mal ein bisschen platt gedrückt und dann mit dem Nudelholz noch mal so ein bisschen drüber fahren und dann in der Mitte durchschneiden. Jetzt brauchen wir einen Servierteller, eine Platte oder irgendwas ähnliches. Hauptsache, diese Teighälften passen da drauf. Die werden jetzt mit Frischhaltefolie abgedeckt und müssen für ca. 30 Minuten in den Gefrierer. Dann aus dem Gefrierfach holen und auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen und ebenfalls zu einem Rechteck ausrollen und auch wieder 3 mm dick. Pro Teigplatte, sage ich mal, solltet ihr dann 4 Streifen runterschneiden. Diese werden dann mit einem Nudelholz nochmal etwas verlängert. Nun brauchen wir Schokolade, am besten Zart-Bitter-Schokolade, so kennt man es zumindest vom Bäcker. Ihr könnt auch Vollmilch verwenden, kein Problem. Und die Schokolade kommt jetzt jeweils an die Enden. Ihr könnt euch die am Block runterbrechen. Ich habe hier Reste verwendet, deswegen war das jetzt bei mir nicht mehr möglich. Auf jeden Fall werden sie jetzt von beiden Seiten in die Mitte hin eingerollt. Die kommen dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, werden abgedeckt und für ca. 30 Minuten ruhen gelassen. Warum auch immer hat meine Kamera dann nicht mehr aufgenommen. Nach der Ruhezeit werden sie mit Eigelb eingestrichen und dann bei 225 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 Minuten goldbraun gebacken. Zum Schluss wird natürlich noch Puderzucker drauf gestreut und mit zerlassener Schokolade werden Schokofäden drüber gezogen und fertig sind die Schokocroissants. Die solltet ihr am besten aber erst verzehren, wenn sie kühl sind, dann sind sie richtig schön blättrig und ja, einfach perfekt. Hört euch jetzt mal an, wie knusprig die sind.
Fertig sind die leckeren Schoko-Croissants. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen. Schickt mir gerne eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook. Jetzt viel Spaß dabei und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!